Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute müssen wir mal ein bisschen Pfand wegbringen. Dann probieren wir nachher nochmal die Dinges. Der Bumster, die Pizza. Die Pizza. Ja, ein anderer YouTuber in Kooperation mit Dinges gemacht hat. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie der Laden hieß. Gustavo Schlammichto, können wir nachher nochmal gucken. Also ey, Luca Concrafter. Die probieren wir gleich mal. Schade, ich habe die Linse auch gerade erst sauber gemacht, vor kurzem. Schon wieder so viel Scheiße drauf. Wir mal gucken, ob wir das Rübse zumindest wieder runterkriegen. Das geht mir auf den Sack. Ja, jetzt müssen wir noch den letzten Pfand hier irgendwie mal wegräumen. Ich zeige euch auch gleich mal, wie viel das ist. Und dann könnt ihr mal in den Kommentar tippen, wie viel es danach dafür gibt. So, das ist jetzt der ganze Pfand. Tüte, Kiste, Tüte, Tüte, Tüte. Noch eine Tüte, noch eine Tüte, noch eine Tüte. Oh, ist gut was zusammengekommen. Jetzt könnt ihr einmal in den Kommentaren raten, wie viel da wohl am Ende zusammengehalten hat. Ja, bringen wir die. So. Pfand ist weggebracht. Da ist eine ganze Ecke mitgekommen. Mitgekommen, genau. Weggekommen. Geworden sind es jetzt insgesamt 38,77 Euro. Schon nice. Ich habe mir jetzt auch schon mal eben die oder wie man sehen konnte, die Pizza fertig gemacht. Von dem Concrafter Luca. Bla bla bla. War von Gustavo Gatu oder ach, schon wieder vergessen, wie das heißt. So sieht die ganze Show so aus. Den Teig hätten sie sich echt sparen können. Der Teig sieht echt kacke aus. Also, ich weiß nicht, ne? Wenn man jetzt das jetzt genau sieht, ich weiß nicht, aber das sieht aus, der Teig, als wenn die Pizza schon 2 Monate lang irgendwo in der warmen Butze rumliegt. Alles schon so merkwürdig angelaufen, aber komplett durch den kompletten Teig zieht sich das so durch. Ja. Der Schinken war auch absolut dreckig verteilt, also absolut scheiße verteilt. So ein bisschen auf einen Haufen. Naja, geschmacklich lässt sich da echt drüber streiten. Ist jetzt kein wahrer Hit. Kann man essen. Ich würde sagen, geschmacklich vielleicht so ein bisschen besser. Wie diese Dreierpaket-Pizza, weißt du, diese für 3 Euro 3 Stück drin sind oder was. Ein bisschen besser ist sie. Aber hundertprozentig keine knapp 5 Euro wert. Das schmeckt wie. Also ein bisschen. Weiß ich nicht, irgendwas war da gerade drin, was so leicht schmeckt, als wenn das wirklich abgestanden da Teig ist, den sie da verkaufen. Egal, so viel erstmal dazu. Das soll es auch für heute erstmal gewesen sein. Hauen Sie rein. Bis bald. Nächstes Mal.